Ach, ist das nicht wieder ein wunderbarer Nachmittag hier im sonnigen Augusta Treverorum. Und ich bin in der Therme, Gott sei Dank, und kann mich mal wieder richtig schön ausruhen. Es ist aber auch dermaßen aufgeregt immer in der Stadt und vor allen Dingen im Palast, wo ich arbeite. Mit dem jungen Kaiser Tiberius, da haben wir es auch nicht so einfach und der Junge ist auch ein bisschen überfordert. Und wer kann es wieder ausbaden? Seine Mitarbeiter. Aber apropos baden, dazu bin ich jetzt schließlich dann auch hier und freue mich dann schon auf einen wunderschönen Nachmittag. Ich werde noch ein paar Freunde treffen und dann werden wir die ganzen verschiedenen Bäder ausgiebig genießen. Ha, wie schön. Willkommen in den Barbara-Thermen in Trier. Erbaut wurden sie in der Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus, als die Stadt aufblühte. Mehrere große Bauprojekte zeugen davon. Unter anderem die Römerbrücke, etwas später das Amphitheater und die Stadtbefestigung samt Porta Nigra. Die Barbara-Thermen sind aber ein ganz ungewöhnliches Bauprojekt, denn... Es handelt sich nämlich um eine der größten Thermenanlagen im Imperium Romanum insgesamt. Zur Zeit der Errichtung, also in der Mitte des 2. Jahrhunderts, ist es die zweitgrößte Thermenanlage im gesamten Imperium Romanum, was natürlich eine riesige Ausdehnung hatte. Übertroffen wurden diese Thermen nur von den Trajansthermen in Rom. In den Bediengängen wurden die Kessel erhitzt. Der warme Wasserdampf erwärmte den Boden und die Wände. Die Becken waren unterschiedlich beheizt. Es gibt Schriften des Arztes Galen, der die medizinischen Vorteile erläutert. Wellness hat also Tradition. Auf einer Fläche von 42.000 Quadratmetern, ungefähr 6 Fußballfelder groß, erstreckte sich die Anlage mit ihrem ausgefeilten System. Neben der Größe der Barbara-Thermen ist ganz ungewöhnlich auch ihr Grundriss. Der erinnert nämlich nicht etwa an Thermengrundrisse, wie sie in Rom vorkommen, sondern das sind Thermengrundrisse, die uns aus Nordafrika bekannt sind. Unter anderem Leptis Magna, auch eine UNESCO-Weltkulturerbestätte, wo eben ein ganz ähnlicher Grundriss uns begegnet. Und das ist natürlich schon eine ganz erstaunliche Sache, dass man hier ganz im Norden eine Bauform gewählt hat, die ja ganz im Süden des Reiches eigentlich verbreitet war und eben ganz klar nicht aus Rom kommt, sondern aus diesen Bereichen. Wie diese Baupläne nach Trier kamen, darüber kann man nur spekulieren. Wahrscheinlich musste die Anlage immer durchgehend befeuert werden. Wenn alle Becken gefüllt waren, kamen 1250 Kubikmeter Wasser in die Becken. Sie durften nicht auskühlen. In den Gängen der Barbara-Thermen kann man eine Vorstellung bekommen, wie das vor sich ging. Die prachtvolle Ausgestaltung der Baderäume ist auch heute noch zu erahnen. Und manche Stücke sind im Landesmuseum Trier zu bewundern. Wenn Sie nach Trier kommen, ist eine ganz große Qualität, dass Sie viele Funde, die in den Städten draußen gemacht wurden, also an den Gebäuden, in den Gebäuden wie hier in den Barbara-Thermen, dass die im Rheinischen Landesmuseum auch betrachtet werden können. Und wir haben eben zahlreiche Funde hier auch aus den Barbara-Thermen, Skulpturenfunde. Diese Thermenanlagen waren ja nicht nur, was den Bodenbelag oder auch die Wandgestaltung angeht, reich verziert mit Ornamentik, sondern es gab ja auch ein reiches Skulpturenprogramm oder reichlich Skulpturen in unterschiedlichen Sälen der Badeanlage. Und dazu gehören eben die Funde, die auch hier gemacht wurden. Da ist zum Beispiel eine Amazone dabei, es sind Athletenfiguren und Ähnliches ist da anzutreffen. In den Barbara-Thermen läuft ein Steg über die verschiedenen Bereiche und der heutige Besucher hat eine gute Perspektive über die Anlage. Rekonstruktionen helfen der Fantasie auf die Sprünge. So liebe ich Sie, meine Thermen. Okay, heute, knapp 2000 Jahre später, sieht es etwas anders aus. Und zugegebenermaßen zum Baden eignet es sich auch nicht mehr so unbedingt. Aber eins steht fest, ein Besuch in den Thermen lohnt sich auch heute noch allemal. Die Barbara-Thermen gehören zu den Trierer Römerbauten, die seit 1986 UNESCO-Weltkulturerbe sind. Einladung zur Reise in die Vergangenheit. Wir machen Geschichte lebendig. Wir machen Geschichte lebendig.